Das kannst du nicht. Aber ich glaube, der ist leer, gell? Ja. Ja. Aber wie kann ich jetzt den Topf wieder nehmen? Ich habe keine Ahnung. Das war jetzt gerade auch nur so ein Ausprobieren. Du kannst da irgendwas reinschmeißen, oder? Ja, also ich könnte jetzt da direkt Fleisch reingeben, so wie es aussieht. Aber ich kann den Topf nicht nehmen. Pass auf! Oh, oh, schnell ins Wasser! Oh, 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 oh. Ja. Ah, vielleicht kannst du den Topf runternehmen. Nee, du brennst immer noch. Ach, jetzt nicht mehr. Was? Nee, 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 ist schon gut. Okay. Vielleicht kannst du den Topf ja runternehmen, wenn das Feuer aus ist. Ja, ich glaube, weil der Topf wird wahrscheinlich dann zu heiß sein. Ja. Also so vom Logischen her. Ja, gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal irgendwie vielleicht ein bisschen was jagen. Also ich habe jetzt so viel Fleisch, dass ich eigentlich gar nicht mehr viel aufnehmen kann. Ach, du hast genug. Also ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 Stück Fleisch. Ach so, ja, dann können wir erstmal weitermachen hier. Die Schildkröten auf der anderen Seite waren relativ ergiebig. Ah. Ich glaube, die wollten alle. Meinst du, die wollten gegessen werden? Gegessen werden. Zack, zack. Oh, da liegen auch noch jede Menge abgeschnittene Bäume oder halt gefällte. Ach, ich drücke immer die falsche Taste. Du drückst immer A, ne? ja. G. Stimmt, also ja. Bei mir ist es G. Ja, ja, Tastatur, stimmt. So. So, da hinten waren auch noch mal 2. Ach, was mache ich denn? Oh, der ist aber hartnäckig hier, ey. Warte mal, ich probiere jetzt gleich mal im... Jetzt muss ich gerade schauen. Ich habe nämlich vorhin, glaube ich, Federn aufgenommen, aber da sind sie. Ich probiere jetzt gerade mal. Es fehlt aber noch was. Wo sehe ich, was noch fehlt? Also ich habe Federn, Knochen fehlen noch. Was wolltest du denn bauen? Also ein Pfeil für einen Pfeil und Bogen. Ach so, weil dafür brauchst du auch einen Knochen? Aber Knochen fehlt noch, okay. Den werde ich dann früher oder später auch noch finden. Ich habe einen Knochen. Warte mal. Ich glaube. Ja, aber da kannst du ja dann selber, also den für dich selber. Okay. Ich hätte ihn dir jetzt gegeben. So solidarisch, wie ich bin. Nee, das passt schon. Also nicht, dass ich dann schuld bin, wenn es brenzlig wird. So viel hat er auch nicht mehr Platz. Na komm schon. So. Also ich fahre jetzt mit dem ersten Schlitten fahre ich jetzt runter. Der ist nämlich jetzt... Der ist voll und ich glaube, der zweite ist auch schon... Oh jo. ...voll geladen. Dann bauen wir jetzt erst das Haus weiter, oder? Und gehen dann auf die Jagd. Genau, machen wir. Wenn du sagst, dass du jetzt genug Fleisch hast, dann... ...können wir jetzt erstmal also das Haus fertig machen. Auf alle Fälle... Diese ewige Hin- und Her-Schwimmerei ist ja auch ein bisschen nervig. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass es funktioniert. Denn sonst wären wir da am Anfang richtig ungeschützt. Was wäre jetzt eigentlich in dem Spiel, wenn man jetzt sterben würde? Wenn du jetzt sterben würdest, dann würdest du an dem Flugzeugwrack wieder erwachen. Und dein Inventar ist dann dort zu finden, wo du gestorben bist. Also wenn du jetzt natürlich hier stirbst, ist das ja nice, weil wir wüssten jetzt, wo wir wieder hin müssten, schon alleine hier wegen diesen Fähnchen, die hier an den Dingern sind. Weil ansonsten wird dir dein Platz ja nicht angezeigt. Ja, irgendwie stimmt. So vom Weiten. Aber blöd ist es natürlich, wenn du getötet wirst und das mitten in so einer Höhle. Das ist... Ja, ja. Das ist natürlich echt so. Und? Viele noch?
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ganz schnell wieder hin. Und hast du Batman Arkham Asylum denn schon durch? Also Arkham Asylum ist durch, Arkham City. Da bin ich jetzt gerade noch mittendrin. Aber ich streame momentan so ein bisschen Dead Island. Ah. Weil das momentan zu der warmen Temperatur passt und tropische Inseln und so. Also ich kenne ja eigentlich die Batman-Teile schon von der PlayStation 3 und PlayStation 4 her. Und habe mir gedacht, zwischendurch eben ist das auch mal ganz nett so zum Streamen. Ja. Ja, Asylum bin ich jetzt nämlich auch dran. Ne? Ich habe mir gedacht, ach Also. komm, machst du auch mal, das sah so interessant aus bei dir und ich habe die ja durch der Origin ja umsonst. Ja, also ich, wie gesagt, also doch, das Game ist zwar schon alt, aber ich kann es wirklich sehr empfehlen, weil auch relativ lange Spielspaß eigentlich dran ist. Das ist dann bei den späteren Teilen dann, wenn dann wer mehr auf Open World ist, hat man dann das Gefühl, da leidet dann immer so die Hauptmission Ja, drunter. das ist ja meistens so in Spielen. Das ist so. Oh. So. Habe ich hier noch einen? Einer noch. Komm, komm, komm. Einer noch. Nee. Also, wenn es dich interessiert, also wie gesagt, morgen streame ich wieder um 8, was sage ich, um 20 Uhr. Dieses Mal eben das Dead Island. Ja, also da schaue ich auf jeden Fall mal rein, weil ich habe da auch schon viel von gehört, aber ich selber zock ja sowas nicht. Ich weiß nicht, ich gucke da immer ganz gerne zu, aber so selber zocken so, weiß ich nicht. Das ist mit Zombies und so, ne? Ja, genau. Ja, nee, nee, Zombies, nee. Da bin ich so, ich verstehe das gar nicht. Ich guck zum Beispiel persönlich sehr gerne Horrorfilme. Also desto blutiger, desto besser. Ah, du kannst jetzt deinen Topf hier vom Feuer nehmen. Ah, okay. Danke fürs Bescheid geben. Auf jeden Fall, aber wenn es so also ich gucke auch gerne Zombie-Filme, nur ich spiele das nicht gerne. Und Schiss habe ich immer bei so Geisterfilmen. Das finde ich immer echt schrecklich. Ja, so ganz besonders gruselig finde ich ja dann auch die japanischen Horrorfilme. Ja, oh, die. Weil die gehen dann meistens so, also der Grudge oder so, das geht ja richtig auf die Psyche, finde ich. Das können die. Das können die einfach. Das ist. Ja, gut, und natürlich Romanzen. Ne? Romanzen müssen immer sein als Frau. Es geht ja sonst nicht anders. Muss ja Ja, das ist. dem Geschlecht noch irgendwie treu bleiben. Obwohl ich auch nicht jeden Romantikfilm gucke. Also zum Beispiel hier so, oh, ich war bis jetzt im Kino in jedem Teil von 50 Shades of Grey. Und das nur, weil meine Mutter das wollte. Und dann, ich meine, kennst du die Filme oder die Bücher? Ja, kenne ich. Also ich habe sie jetzt selber noch nicht gesehen, aber ich kenne sie ja. Ja, also das war auch, weiß ich nicht. Ich find das grauenvoll, ehrlich, ey. Grauenvoll. Ja, so, das ist ja, also ganz speziell bei 50 Shades of Grey ist es ja, den einen liegt das voll oder die mögen es total und die anderen können, glaube ich, damit überhaupt nichts Ach, anfangen. der Kerl geht einfach nicht. Wirklich, der Typ, der geht überhaupt nicht. Der sieht so aus wie so ein Milchbubi. Also, weiß ich nicht. Das ist. Ich glaube, wenn der da vor mir mit der Peitsche stehen würde, den würde ich nie ernst nehmen. Dann würdest du auslachen. Ja, ist wirklich so. Also, da weiß ich nicht. Da hätten sie echt jemanden anderen finden können, aber wahrscheinlich wollte keiner. Weiß ich nicht. Nee, das ist. Und er alleine hat den ganzen Film für mich zum Beispiel ruiniert. Ich meine.
Natürlich kann man nie den perfekten Schauspieler finden, so wie man sich den in einem Buch vorstellt. Man hat ja da immer seine eigenen Vorstellungen, aber trotzdem, ne, das soll ja ein Mann sein, ne, und nicht ein Junge. Ich weiß nicht. Ja, stimmt schon, ja. Aber es gibt oft so Filme, wo man eigentlich denkt, wie zum Teufel haben die denn jetzt für die Rolle da ausgewählt? Ja. Ich denke mal, da bei dem Film war es so, dass sie nicht viel Auswahl hatten, weil es halt ne ziemlich speziell ist mit diesen ganzen Nacktszenen und so, ne, und nicht alle Schauspieler wollen das. Die Schauspielerin, die ja dabei war, ich meine, die hat ihre Rolle wirklich gut gemacht, aber die war ja die Hälfte des ersten Films ja nur nackt oben ohne. Ja. Das muss sie ja auch wollen, ne? Ich hätte da persönlich keinen Bock drauf. Nee, also das würde ich jetzt also auch nicht wollen. Also, wie gesagt, da auch eigentlich Respekt an Schauspieler und Schauspielerinnen, die dann sowas machen. Weil du musst ja dann auch so weit sein, dass du ja Beruf und Ding auch so trennen kannst. Und du musst auch denke ich mal, sicher einen Partner haben, der das dann versteht. Ja, also ich persönlich, ich könnte das nicht. Also, wenn ne, mein Partner da irgendjemand anderen küssen, auch wenn das dann nur Arbeit ist, weiß ich nicht. Soll ich mein Fleisch da dranhängen, was du da gebaut hast? Ja, dann geht's auf jeden Fall nicht, wie soll ich das sagen, dann wird's nicht gammelig, glaube ich. So, Haus ist ich fertig. Häng mal jetzt nicht, ich hänge mal nicht alles drauf. Warte mal. Kannst du ruhig. Das verdirbt nicht. Aber können das die, die anderen nicht wegnehmen, die Eingeborenen? Oder? Nee, die nehmen das nicht weg. Die wollen nur dir an den Kragen. Du kannst jetzt da aufhängen und dann so. Jetzt haben wir das Häuschen hier. Guck mal, auch wie schön. Ja, und dann kannst du hier direkt speichern, was ich direkt tue. So. Da kommen schon Vögelchen. Ach. Aber es fliegen Federn rum. Ach, wie schön. Häuschen fertig. Toll. Toll, toll, toll. Warte mal, ich gehe da. Ihr macht mir die Tür auf. Achso, einfach die geht durchgehen. Automatisch auf. Ich mach mal das. Das heißt, wir würden jetzt dann jagen gehen, oder? Um einfach mal ein bisschen so. Um genug Fleisch zu haben, erstmal, ja. Achso, das kann ich. Und irgendwie müssen wir auch gucken, dass wir Wasser irgendwie so bekommen, denn ich habe nur noch eine Dose von dem Soda. Ja, oh, ich habe auch schon wieder Hunger, du hast recht. Ja, gespeichert habe ich auf jeden Fall, also wir können losgehen von mir aus. Ich weiß nicht, wo du bist, ach da. Wie sieht denn dein Magen aus von der Fülle her, wenn man das so sagen kann? Also Hälfte. Also bei mir jetzt auch, ja. Ich gucke jetzt gerade noch, ob. Was suchst du denn? Sollen wir einen Garten anlegen oder nee? Das brauchen wir jetzt noch nicht. Können wir später machen. Vogel. So. Ja, was denn das jetzt hier? Sollen wir noch schnell auf die andere Seite vom. Ah, komm schon. Jawohl. So. Super. Sollen wir noch schnell auf die andere Seite vom Strand gehen und schauen, ob da wieder so viel Schildkröten rumfliegen? Ja, können wir machen. Fliegen. Was sage ich denn? Fliegen kriechen? Wir können entweder zum Strand gehen oder zum. Ah, es wird schon wieder dunkel. Also dann würde ich doch eher sagen, wir gehen da zum Strand und dann den nächsten Tag einfach in den Wald mal rein. Weil wir. Weil da sind. Können. Da sind wirklich auf einmal drei Schildkröten daher geschwommen. Aber wir können uns auch hier so Lurche jagen und wir können das Fleisch von denen essen und gleichzeitig auch deren Haut als Rüstung benutzen. Mhm. Aber sieht jetzt, ah doch, da vorne ist, nein, das war nur ein Stein. Die haben jetzt alle Angst bekommen. Aber ich glaube, wenn wir hier einen Strand entlang gehen, ist vielleicht kein Fehler, denn wenn es dunkel wird, dann sind wir sofort auf dem Boot. Obwohl, wir können ja jetzt in der Hütte schlafen, genau, oder? Genau, wir können jetzt in der Hütte schlafen. Oh oh. Oh Gott, schnell zurück. Oh mein Gott. Ich meine, zur Not einfach immer schwimmen. Wo bist du? Ja, das Problem ist, siehst du den Baum da oben auf dem Hügel?
Das ist irgendwie so ein Baum, da versammeln die sich meistens immer. Ich glaube, weil der in der Nähe von so einer Höhle ist oder so. Sollen wir weiter vorgehen oder besser zurückgehen? Ich glaube, schlafen können wir jetzt eh noch nicht, aber ich komme gerade sowieso nicht hinterher, weil ich total im Arsch hier bin. Von der. Weil ich sag, zur Not müssten wir halt nur ins Wasser reinspringen. Aber es sieht aus, als ob jetzt keine Krokodile mehr kommen. Krokodile, was sag ich denn? Schildkröten. Schildis. Zwei Koffer sind noch hier. Oh, ich kann nie mehr. Huch, ich bin so fertig. Ich gehe am besten jetzt zurück, glaube ich. Ich wäre voll dafür. Es wird, glaube ich, jetzt doch dunkel. Vor allen Dingen habe ich auch schon wieder Sauhunger. Ja, mein Magen ist jetzt halb voll oder halb leer, je nachdem. Ausdauer ist auch im Keller. Es könnte ruhig mal ein bisschen regnen, ey. Aber es wird extrem schnell dunkel hier. Ja, das stimmt. Also Regen wäre jetzt kein Fehler. Und gibt es dann auch etwas, mit dem man das Regenwasser sammeln kann? Oder geht das nur mit den... Das geht nur mit diesen Schildkrötenpanzer. Also, soweit ich weiß halt, ne? Wie gesagt, ich bin hier auch kein Profi drin. Ich weiß nur das, was man mir gesagt hat. Obwohl das eigentlich, ich weiß gar nicht, ist das überhaupt, ich meine jetzt real, ist das jetzt eigentlich unlogisch? Ich meine, normalerweise könnte man doch Wasser aus dem Meer nehmen und dann auf ein Feuer abkochen, oder nicht? Oder wäre das trotzdem scheiße? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, es würde funktionieren. Die Frage ist halt nur, also ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht am Anfang sicher mit dem Magen eher Probleme hat. Und wahrscheinlich auch je nachdem wie... Warte mal, da vorne habe ich jetzt gerade ein Feuer gesehen. Also was sich bewegt hat. Ein Feuer, das sich bewegt hat? Oh Gott. Also im Wald. Kann das sein, dass die Eingeborenen auch brennende Fackeln und sowas haben? Ich glaube, ja. Ich muss mal eben das Feuer anmachen. Fällt mir gerade ein, weil... Hast du noch was zu essen? Ja, hast du. Ja, das haben wir alles aufgehängt. Genau, weil ich... Oder doch, warte, ich habe noch zwei kleine Fleischstückchen. Ich bräuchte mal was, bitte. Weil ich habe gar nichts, glaube ich. Nee, ich habe nichts. Jetzt habe ich das wieder nicht draufgelegt, oder doch? Doch, ich glaube, das müsste schon oben liegen. Ja. Trinken wir auch nicht schlecht, ey. Aber ich habe überhaupt nichts da. Nur Alk. Und Isolierband. Baumharz. Also ich habe eigentlich auch nichts mehr, also was Trinken angeht. Oh, ich kann essen. Opti. Oh, schön. Sollen wir jetzt erstmal schlafen, speichern, schlafen? Ja, glaube ich, wäre sicher kein Fehler. Wenn die jetzt nämlich hier schon rumschreien... Huch, warum komme ich denn hier rein? Dann weiß ich nicht, ob die sich gleich auf den Weg machen zu uns. Weil die sehen natürlich auch unser Feuer und dann... Warte, dann schlafe ich jetzt mal. Können die eigentlich auch über Nacht unsere Unterkunft sozusagen... zerstören, oder? Wenn du schläfst, nicht. Ich glaube, dann bist du unangreifbar. Aber wenn du natürlich jetzt wach bleibst, dann kommen sie. Okay. Ich muss noch was essen. Ich bin schon wieder am Verhungern, ey. Also ich würde jetzt ungefähr so nach einer Stunde mal die Aufnahme stoppen, dass ein Video nicht zu lange wird, so vom... Weil das braucht dann bei meinem Programm immer so lang zum Reinladen, zum Rendern. Ja, also wenn du das musst, ich muss es nicht. Deswegen, also du kannst das natürlich machen.
Klar. Na, ich will das nicht so. Ich will das nur da drauflegen. Ich hab Hunger, Mensch. Also sollen wir also heute erkundungstourmäßig was machen, oder? Ja, also wir müssen sowieso mal irgendwo vielleicht zu so einem Bach hin oder zu einem Fluss, damit ich mal was trinken kann, weil ich habe auch gar nichts mehr. Also mein Magen ist jetzt schon wieder leer. Ja, ich habe mir gerade auch Fleisch draufgelegt. Hast du eins draufgelegt? Ja, nur eins. Ich wusste jetzt nicht, ob du auch was wolltest. Okay, warte, ich habe mir auch gerade eins geholt. Also dann, also deins ist jetzt fertig. Dann müssen wir uns eh auch wieder ein bisschen jagen gehen. Warte, da, den Vogel hole ich mir auch gleich. Nee. Also manchmal der Schlag da irgendwo. Kannst essen. Danke. Wir brauchen auf jeden Fall was zu trinken. Mhm. Oh, Schildkröte, die muss jetzt noch schnell. Essen ist wichtig. Oh, Schildkröten, oh mein Gott. Jetzt kommen sie alle? Ja. Vielleicht können wir dann sogar noch so ein Regen-Auffang-Ding bauen. Der schmeißt das gute Zeug weg. Okay, warte mal. Mein Inventar ist relativ voll. Also wir könnten jetzt sogar noch zwei von diesen Dingen bauen, mindestens. Ach, ich drücke immer I statt das Buch. Wasser. Hast du schon zwei? Oder hast du nur eins jetzt aufgebaut? Ah. Ah, nur mal eins, ich muss ja mich den anderen Schildkrötenpanzern holen. Ja, ich habe auch noch. So, jetzt haben wir hier vier Stück stehen. Also ich könnte jetzt noch einen bauen. Mach ruhig. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal los. Weil sonst verdurste ich. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht. Ja, Okay. Na gut, dann, ich würde mal sagen, diese Richtung. Einfach mal pauschal. Ich muss unbedingt was trinken. So, ich habe jetzt die Waffe ausgewählt. Ich brauche dann auch mal ein paar Knochen, dass ich mir Pfeile basteln kann. Oh, hier ist direkt ein... Guck mal, hier ist direkt ein Fluss. Wie geil. Aus dem ich nichts trinken kann. Doch, ich kann was trinken. Oh, erstmal trinken. Oh, juppie. Irgendwas ist mit mir. Ja, mit mir auch. Ist das Wasser vielleicht nicht gut? Warte mal, ich probiere jetzt mal was aus. Ich nehme jetzt mal einen Topf. Ich glaube so, jetzt kann ich Wasser aufnehmen. Ehrlich? Boah, wie geil. Wie ja, geil. Und ich glaube, dass wir das Wasser wahrscheinlich jetzt kochen müssten. Okay. Das müssten wir ausprobieren. Aber wir können jetzt ruhig mal, jetzt wissen wir ja, dass es hier ist. Und das können wir dann machen, wenn wir wieder zurückkommen. Ja, was wir machen können, oh, hier sind Seile. Immer Seile aufheben. Die kann man für alles Mögliche benutzen. Da sind Enten. Ob man die jetzt töten kann? Und da hinten ist auch ein Lager von denen. Siehst du das da? Über dem Bach, über diesen Teich hinaus. Okay, die Ente ist jetzt mal ganz locker. Hoppala. Toll, das war nichts. Da ist im Wasser was drin. Ah, das Zeug kann man mitnehmen, okay. Okay, das war auch nichts. Mensch. Wo ist denn die Ente? Ich sehe die gar nicht. Wo bist du denn? Ach, da. Ja, die schwimmen immer weg. Keine Ahnung. Lass mal zu dem Dorf von denen gehen, weil ich glaube, da ist jetzt keiner von denen da. Vielleicht haben die da auch noch irgendwelche Koffer liegen oder so, weil die haben auch ganz viele Sachen, weil die haben das ganze Flugzeug nämlich geräubert. Hier ist ein Häschen. Und da ist ein Luch gerade weg. Soll ich den jagen? Luch, oder? Kannst du jagen, genau.
Aber der war jetzt so schnell, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Du kannst dir auch noch so eine Angel kannst du dir auch fertig machen. Später. Und dann kannst du natürlich auch Fische angeln. Okay, nee, ich komme wieder zu dir runter. Den habe ich nur flüchtig gesehen. Ah, ich wollte dich auch noch fragen, aus einer Stunde Aufnahmezeit, wie weit kürzt du denn das meistens runter? Grob. Wie wenn jetzt eine. Also ich gucke immer, dass ich eigentlich eine halbe Stunde immer mache. Oder wie meinst du das jetzt? Also wenn wir jetzt eine Stunde gesamt aufnehmen, jetzt zum Beispiel hier, ob du dann quasi effektiv, dann sage ich jetzt mal eine halbe Stunde Videomaterial hast. So. Ja, genau. Ich würde jetzt hier gar nichts rausschneiden. Ich würde da nur einen Cut zwischen machen, dass es eine halbe Stunde ist. Mhm. Ja, genau. Da ist noch ein Topf, den kann ich nicht aufsammeln. Mist. Da hängt noch ein Seil. Scheiße, kann man nicht aufheben. Stoff. Was habe ich jetzt angezogen? Häschen! Das kriegst du nicht. Seil? Das ist echt. Achso, okay. Seil kann ich jetzt nicht aufnehmen. Dann hast du genug. Da. Ach, ich hätte ganz gerne mal so eine Hasenfalle gebaut, ne? Ah. Hier ist natürlich perfekt dafür. Aber natürlich werden das unsere Freunde hier wahrscheinlich nicht so. Nee, die werden sowieso merken, dass wir da sind. Also du kannst dich darauf einstellen, dass wir den jetzt bald Besuch von denen kriegen werden. Ich guck mal eben, wie mache ich jetzt eine Angel fertig? Ausrüsten, Dingen so. Wahrscheinlich auch mit einem Seil, ne? Ich kann es mir jetzt nur so vorstellen. Handgemachte Axt kannst du noch machen oder Schneeschuhe. Wie kommt man eigentlich zu. jetzt lass mal überlegen. Wie kommt man zu Knochen? Guck mal her. Wenn du die Typen umbringst und die dann aufs Feuer wirfst. Ah, okay. Schauen wir mal, was ich gefunden habe. Ein Tennisball. Ich weiß nicht, wie man eine Angel macht. Schwacher Speer. Wahrscheinlich ein Stecken und ein Seil, oder? Nee, ich guck gerade drauf. Irgendwie nicht. Doch, so. Stöckchen und Seil ist nicht. Brennende handgemachte Axt. Und Stein. Und ein Stein? Warte, was baue ich jetzt? Okay, das ist eine Hacke. Alles klar. Steinbeutel, Speertasche, Wärmeanzug. Ach du Scheiße, Wasserschlauch. Schneeschuhe, Köcher. Oh Gott. Okay, ich habe jetzt gerade gesehen, der Topf ist noch voll Wasser in meinem Inventar und es ist zu 100% schmutzig. Also deswegen werden wir wahrscheinlich. Ja, dann mache ich das auch jetzt mal. Guck mal auch ein bisschen. Oh, Schütte. Wie ging das bei dir? Einfach reingehen oder wie hast du das gemacht mit dem Wasser? Ich bin davor gestanden und dann ist statt dem Trinken-Symbol sozusagen das Symbol gekommen, dass man Wasser aufnehmen kann. Cool. So, sollen wir mal wieder zurück oder? Oh. Ja, ich glaube, die Antwort ist jetzt, glaube ich, gerade selber gekommen. Nicht essen. Kaninchen, nicht weglaufen. Die kriegst du nicht. Also glaube ich nicht. Obwohl, du hast letztens auch ein Reh gekriegt. Ja, es ist schon Weg.
Jetzt gibt's auf jeden Fall, du hast Hunger, finde was zu essen. Schon wieder? Ja, und Durst. Ja, so die Frage ist jetzt, ob das mit dem Wasser auch aufkochen reicht oder ob wir da was anderes machen müssen. Aber das werden wir dann eh bald rausfinden. Also ich versuch's jetzt einfach mal. Ausrüsten. So, ich stell den jetzt da drauf. Und jetzt könnte ich rein theoretisch da jetzt Fleisch reinwerfen, was ich natürlich jetzt nicht mache. Und dann, keine Ahnung, mal warten. So, Fleisch habe ich auch aufgehangen. Vielleicht könntest du dir jetzt auch so eine Suppe kochen. Das könnte durchaus funktionieren. Ach, guck mal, ich kann also sie durch. Also man kann Blätter reingeben, ja. Ja, du kannst dir auch so einen Tee machen oder so. Ich habe keine Ahnung. Komm, ich versuche einfach mal. Dann lass ich dich machen, nicht, dass mir dann irgend so ein Teufelsgebräu zermischen, weil jeder einfach irgendwas reinhaut. Das Fleisch hier sieht aber jetzt schon verdorben aus, oder täuscht das? Das ist ganz getrocknet. Ach so, das ist getrocknet. Genau, alles klar. Und solange es halt getrocknet ist, ist es nicht verdorben halt da in dem Spiel. Dann kannst du es... Oh, Vogel! Scheiße. Hab nicht... Doch, ich hab ihn gekriegt. Haha. Federn. Ich hab eine. Warte mal, da... Könnten wir ja noch so ein Teil aufbauen. Trockengestell. Oh. Lagerung, was hätten wir schon sonst? So, das Essen ist fertig. Ja, du kannst da halt dein Fleisch drinne kochen. Aber trinken kannst du es jetzt nicht. Aber, wenn du, ich habe gerade gemerkt, wenn du einen Topf draufstellst und du packst da und Wasser und Fleisch rein und du isst das, dann füllt sich nicht nur dein Magen auf, sondern auch deine Trinkleiste. Warte mal, das muss jetzt nochmal sagen. Wie war das nochmal? Wenn du jetzt da einen Topf mit Wasser draufstellst und da tust du jetzt Fleisch rein und du isst das Fleisch, dann füllt sich nicht nur deine Magenleiste, sondern auch deine Trinkleiste auf. Ah, warte mal, ich habe jetzt eh noch einen Topf. Ausrüsten, draufstellen, dann Fleisch drauf. Genau, oder? Dann das Fleisch rein und wenn das dann... Oh, Puppel. Ich gebe auch noch so ein paar Kräuterdinge dazu. So. Genau, und wenn du das dann gleich isst, wenn es fertig ist, dann müssten sich beide Anzeigen bei dir füllen. Trinken und Hunger. Kann man das Feuer auch händisch ausmachen? Obwohl, jetzt wären alle Schalen voll. Da könnten wir natürlich jetzt auch so trinken. Also du kannst ruhig eine von den Schalen nehmen. Also von den... Boah, ich lasse erstmal. Also ich bin komplett voll. Also das hat gerade richtig gut getan. Ich kann irgendwie gar kein Fleisch aufhängen. Sehr komisch. So. Warte mal, ich muss da selber jetzt mal testen. Ja, oder hast du es fertig gebaut? Ja, aber ich kann kein Fleisch aufhängen. Okay, ich habe jetzt auch kein Fleisch zum Probieren. Ach, kommt vielleicht noch. Oh, Vogel. Ha! Jetzt hast du Fleisch. So. Na, stimmt, das geht nicht. Aber warum? Eigenartig. Das ist ja doof. Das ist komisch, ne? Kann man das auch wieder abbauen? Ich glaube, wenn du einfach ja, kaputt machst. Ich probiere das nämlich jetzt mal auf einer anderen Stelle hinzustellen. Ich glaube, ich... Vielleicht war das einfach zu nahe am vorigen. Ich glaube, so, jetzt bräuchte ich mir nur noch Stöckchen, aber das müssen wir jetzt nicht jetzt machen. In dem Game hat man irgendwie so absolut kein Zeitgefühl.
Ist bald mal Schlafenszeit oder sollen wir noch auf Erkundungstour gehen? Ne, Schlafenszeit ist, ich glaube, ist gleich schon. Ich guck mal, grundlegende Wand. Dann schaue ich mal, dass ich das mit den Stöckchen fertig machen kann. Ich ziehe mal hier eine Wand schon mal. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. So, ich zieh mal, ich zieh. Ach, jetzt fehlt noch ein Stöckchen. Und? So, ich habe jetzt hier eine Wand gezogen. Kann man die sehen? Sieht die gut aus? Warte, ich komme gleich retour. Ja. Machst du eine Holzwand oder ist die dann aus Stein? Hier mache ich erstmal Holz. Ich glaube, da hinten machen wir, weil Stein ist, glaube ich, ein bisschen nie, obwohl, die kannst natürlich aufeinander dann stapeln. Aber ich wollte jetzt hier erstmal Holz machen. Wenn du kein Problem damit hast, ansonsten reiße ich sie wieder ab. Noch haben wir nicht gebaut. Ich kann auch Stein machen. Also am zweiten Ding kann man das Fleisch jetzt auch nicht aufhängen. Vielleicht geht das erst später. Ich mache es jetzt so, ich stoppe jetzt mal die erste Aufnahme, starte gleich mit der zweiten. So, Aufnahme stoppen, Aufnahme starten. Möchtest du denn jetzt hier eine Holzwand lassen oder möchtest du jetzt hier so eine Steinwand reinmachen? Wir könnten ja zuerst Holz und dann dahinter nochmal so eine Stein-Ding bauen. Können wir auch. Irgendwie. Dass wenn sie durchs Holz durch wären, dass sie dann... Oh, guck mal, hier kann ich ein Fenster und reinmachen. Ist ja geil. Guck mal. Und da müssten wir vielleicht auch zumachen. Wo? Bei dem Strandabschnitt. Nee, da brauchst du nicht zumachen. Obwohl, doch, besser ist. Nicht, dass sie nachher da runterkommen. Ja, hier kannst du ja schon einen Stein machen, wenn du möchtest. Ich schaue jetzt gerade mal nach. Signale, Fallen und Verteidigung. Ist das dann unter freies Bauen drin? Ja, genau, unter freies Bauen. Felswand, genau hier. Ich habe mich jetzt für die Holzwand halt entschieden, weil die direkt schon so hoch ist. Weil wenn du jetzt eine Felswand machst, dann ist die sehr niedrig. Und du müsstest dann über diese Felswand dann noch eine Etage weiter höher bauen. Und dann noch eine Etage, also die kannst du separat hochbauen, wie du möchtest. Und wie ist das mit der Steinwand? Kann ich die dann beliebig hochbauen oder bin ich da begrenzt? Die kannst du, soweit du natürlich drankommst, beliebig hochbauen. Aber die ist halt am Anfang sehr niedrig und ich wollte jetzt erstmal etwas haben, das uns sofort schützt, von einer Seite zumindest. Deswegen habe ich jetzt die Holzwand genommen. Genau, und da könntest du dann jetzt später, wenn du da Steine drauf hast, glaube ich, könntest du dann noch weiter, also höher bauen. Ah, okay, alles klar. Hast du eigentlich die erste Aufnahme, was wir gemacht haben, hast du da schon mal was gemacht, also geschnitten? Nee, habe ich noch nicht. Die habe ich noch nicht zusammengeschnitten. Aber machst du da auch zwei Folgen draus oder eine? Das, was wir als erstes aufgenommen haben, mache ich eine. Dass wir da in etwa ungefähr gleich sind, sage ich jetzt mal. Ja, also da wollte ich nur eine machen. Man kann ja auch den Schlitten nehmen zum Steine sammeln, glaube ich, oder? Ach, brauchst du da viel Steinchen?